Also wieso Partizipation? Spätestens seit der Alma Ata, seit der Ottawa-Charta ist das ein ganz etabliertes Prinzip, das auf Beteiligung setzt von Partnern, von NutzerInnen, von KonsumentInnen, von PatientInnen und auf Lebensweltbasierung setzt. Das ist also ein ganz zentrales Prinzip, das ganz stark mit Zusammenarbeit, mit Partnerschaften und Beteiligung arbeitet und dabei, und das ist für mich das Besondere und das Spannende auch, ein ressourcenorientiertes Vorgehen an den Tag legt. Und zwar nicht immer nur, gerade auch, wir haben ja die Geldgeber mit im Raum, wenn wir Anträge schreiben, müssen wir immer Probleme beschreiben. Ja? Immer, wo sind die Probleme und wir haben dann die großen Lösungen. Und das verleitet dazu, immer auch Zusammenhänge als Problem zu fassen und auf die Defizite zu fokussieren. Und dieses Konzept macht es genau andersrum und guckt nach den Ressourcen, guckt quasi nach dem, was es auch schon an Assets gibt, an Kompetenzen, an lokalem Wissen, was man quasi nutzen kann. Wenn man das macht, hat man bessere Chancen, tatsächlich passende Angebote zu entwickeln, die sich an Bedarfen orientieren, die vor Ort, lokal, in den Lebenswelten vorhanden sind, um dabei dann zum einen zielgruppenspezifisch, also für bestimmte Zielgruppen maßgeschneiderte Angebote entwickeln zu können, aber gleichzeitig auch community-orientiert zu arbeiten, das heißt breiter mit lebensweltlichen Gemeinschaften zusammenzuarbeiten. Der englische Begriff Community, den übersetzen wir als lebensweltliche Gemeinschaft. Und wenn wir das machen, haben wir auch bessere Chancen, kommunikative Probleme zu lösen, die natürlich in einer Welt, in der wir heute leben, wo wir multilingual ständig unterwegs sind, es werden so viele Sprachen gesprochen, wir können überhaupt nicht davon ausgehen, dass auch hier in Deutschland Deutsch die einzige Sprache ist, die zählt und gesprochen wird. Und um das tatsächlich nutzen zu können als eine Chance, als eine Ressource, die Menschen zu erreichen und auch von ihnen zu lernen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, dafür quasi ist Partizipation ein ganz toller Zugang. Und ich bin ja aus der Wissenschaft, ich bin Sozialwissenschaftlerin, die viel zu Gesundheit geforscht hat. Wir haben auch in der Wissenschaft dieses Prinzip der Partizipation erkannt, dass das ein wichtiger oder ein spannender Zugang sein kann. Nicht für alle Fragen, nicht für alle Themen, aber in bestimmten Kontexten ganz wichtiger Zugang, wo wir gesagt haben, Leute sollen nicht nur einfach teilnehmen an der Forschung, sondern teilhaben. Ja, das ist die Idee. Das heißt, wir forschen gemeinsam mit PartnerInnen aus den Lebenswelten und wir versuchen, so eine doppelte Zielsetzung zu erreichen, nämlich nicht nur, wie wir sonst als Akademikerinnen das immer tun, Erkenntnisse zu generieren, sondern wir versuchen auch gleichzeitig einen praktischen Nutzen zu erzielen. Wird im Kontext von Fluchtforschung auch als dualer Imperativ artikuliert und im Kontext von Gesundheitsforschung geht es ganz häufig eben auch um Gesundheitsförderung. International ist es sehr viel stärker etabliert als in Deutschland, aber auch das BMBF fördert es seit mehreren Jahren verstärkt, super. Ist weit bekannt als Participatory Action Research, den Ansatz, den ich kennengelernt habe im nordamerikanischen Raum und den ich anwende, der nennt sich Community-basierte partizipative Forschung oder CBPR. So, das erste Beispiel. Das ist das aktuelle Projekt, was wir gerade abgeschlossen haben. Ich freue mich sehr, dass Markus Wächter-Rakee auch da ist, der auch einer der beteiligten PartnerInnen war. Das Projekt trägt den Titel Vulnerabilität und Empowerment, partizipative Ansätze der Gesundheitsförderung mit Geflüchteten. Die Idee dahinter war eben, Menschen mit Fluchterfahrung, definiert im breitesten Sinne, als ExpertInnen in eigener Sache einzubeziehen und eben Forschung und Gesundheitsförderung miteinander zu verknüpfen. Da waren mehrere PartnerInnen dran beteiligt, in Hannover, Berlin und München. Und gefördert wurden wir von der Deutschen Forschungsgemeinschaft als ein Teilprojekt der Forschungsgruppe PH Lens, die von Oliver Razum und Kevan Bozok-Mehr koordiniert wurde. Hier rechts sehen Sie Mariam Mohammadi, das ist eine geflüchtete Community-Partnerin, die an dem Standort in Hannover eine ganz zentrale Rolle gespielt hat. Sie sehen sie hier bei einem Pausenfoto von einem Ersten-Hilfe-Schulung, die Markus für uns organisiert hatte damals, wo wir uns das erste Mal kennengelernt haben. Und ich werde Ihnen gleich noch ein bisschen mehr über die Arbeit in Hannover erzählen. Erstmal hier ganz kurz eine Idee. Okay, es gab einen Partner in Berlin. Das war ein Verein, GEDA, Global Empowerment and Development Association.
Die arbeiten vor allen Dingen mit afrikanischen Communities in Berlin und Deutschland zusammen, aber auch sind darüber hinaus international aktiv. Die Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen ist in Hannover. Das war quasi der Verein, bei dem Markus Wächter-Rakee angestellt ist und die unser Partner in Hannover waren. Und Refugio München war unser Praxispartner in München. Ich bin ja an der LMU. Unser Team hat quasi mit diesen PraxispartnerInnen zusammengearbeitet, um einen Zugang zu den Communities zu finden von geflüchteten Menschen in Deutschland, um dann Community-PartnerInnen in diesen lebensweltlichen Gemeinschaften zu finden, um mit ihnen gemeinsam zu forschen und Gesundheit zu fördern. Ich habe leider keine Zeit, alles zu erzählen, was wir gemacht haben, aber die Idee war zu sagen, wir artikulieren am Anfang so drei grobe Ziele. Die PartnerInnen gucken dann, was passt für uns lokal hier am besten. Das hat sich auch ganz gut tatsächlich so gefunden. Das erste Hauptziel ist zu sagen, wir müssen überhaupt erstmal verstehen, was für lebensweltliche Gemeinschaftsbezüge es gibt bei Geflüchteten in Deutschland. Das ist ja eine sehr heterogene Gruppe, das wissen Sie alle. Auch sowas, ob es überhaupt Community-Bezüge gibt, ist auch einfach eine Frage, die man immer wieder fragen muss. Und das wollten wir besser verstehen, ne? Die lebensweltliche Situation. Zweitens haben wir von Anfang an gesagt, wir wollen auch einen praktischen Nutzen erzielen. Das heißt, wir wollen Maßnahmen der Gesundheitsförderung für und mit Menschen nach der Flucht entwickeln. Und drittens auch einen Erkenntnisgewinn rausziehen. Wir möchten nämlich diese Verknüpfung von Vulnerabilität, Othering und Empowerment in diesem Kontext besser verstehen. Und heute werde ich auf das zweite Ziel ein bisschen eingehen, auf diese praktische Entwicklung von Gesundheitsförderung. Und das ist ein Beispiel eines Erklärvideos aus der Arbeit in Hannover. In Hannover hat Mariam Mulhamadi, unterstützt durch Markus Wächter-Rakee, eine Möglichkeit gehabt, eine Arbeitsgruppe aufzubauen, eine lokale Gruppe von geflüchteten Frauen, die Farsi gesprochen haben und Arabisch. Und wir haben quasi Ende 2020 unsere Arbeit aufgenommen. Diese Gruppe hat sich 2021 gebildet, mitten in der Corona-Zeit. Das heißt, mit irgendwie jetzt wirklich treffen und so Community Outreach machen, war nicht viel wirklich möglich, außer online. Und das hat diese Gruppe gemacht. Die haben ganz toll WhatsApp-Gruppen aufgebaut, wo geflüchtete Frauen subskribiert wurden, teilgenommen haben und haben, es gab zwei Netzwerke, eins auf Arabisch sprachig und eins auf Farsi. Und in diesen Online-Netzwerken haben quasi Frauen ganz alltagsweltlich relevante Dinge zu Gesundheit, aber auch zu Kindern, zu wo, was gibt es für tolle Angebote bei Aldi, was für Sportangebote, was für Übungen kann man zu Hause machen, aber eben auch im Kontext von Corona, wie funktioniert eigentlich ein Corona-Test oder wie trage ich so eine Maske richtig. Da haben die eine sehr niedrigschwellige Bottom-up-Gesundheitsförderung miteinander auf so einem Peer-Prinzip entwickelt. Das heißt, diese lokale Arbeitsgruppe, hier sehen wir Nazanin, die so ein Kurzvideo gemacht hat, die haben eine Möglichkeit geschaffen, dass sich Frauen untereinander austauschen können, Fragen stellen können und dann haben sie auch zum Beispiel medizinische oder Gesundheitsfragen übersetzt, von einer deutschen Ärztin beantworten lassen und rückübersetzt und haben quasi bei bestimmten Problemstellungen, die über so eine Peer-Support-Struktur hinausgehen, weitervermittelt an professionelle Hilfsangebote. Also eine ganz, ganz tolle Sache, die super funktioniert hat. Und das ist eben auch die Idee. Wenn wir jetzt zusammenarbeiten, sagen wir, okay, wir wollen Partnerschaften von eigentlich Partnern aus sehr unterschiedlichen Feldern. Ich bin in der Wissenschaft lokalisiert. Die Landesvereinigung würde ich in der Praxis lokalisieren. Ja, das ist quasi eine Einrichtung, die irgendwie im Kontext von Gesundheitsförderung, Vernetzung, Versorgung tätig ist. Mariam und die Frauen, die gearbeitet haben, würde ich in den Communities, also in den lebensweltlichen Gemeinschaften verorten. Jeder und jede von uns ist in mehr als einer Community übrigens vernetzt. Und dann gab es bei einem vorigen Projekt, wo ich diese Visualisierung entwickelt habe, auch die Politik, die involviert war im Kontext der Förderung. Das war ein Projekt, was vom Bundesgesundheitsministerium gefördert wurde. Das ist das zweite Beispiel, was ich gleich erläutern werde. So, Partner aus all diesen verschiedenen Kontexten investieren etwas in die Zusammenarbeit, bringen etwas ein, eine unterschiedliche Expertise. Und die Idee ist, alle Partner profitieren davon und nicht nur die Wissenschaft.
Ja, das ist das große Umdenken, was dann bei uns nötig ist. Und das ist auch der Grund, wieso Personen wie Markus überhaupt mitmachen würden. Weil wieso sollten sie sonst immer wieder der Wissenschaft behilflich sein, wenn noch nichts von dem, was da an Erkenntnissen irgendwie generiert wird, tatsächlich zurückkommt in die Praxis und da irgendwie einen Nutzen hat vor Ort. So, in dem Projekt, was ich gleich vorstellen werde, da haben wir das mal gemeinsam einfach ein bisschen skizziert. Was war denn so der Nutzen, den wir aus einer dreijährigen Zusammenarbeit gezogen haben? Das war in dem Projekt Community Building. Das heißt, dass sich diese Gemeinschaften, sowas wie Vereine in den Nachbarschaften, ja, in den Settings bilden, dass sich Netzwerke bilden, die dauerhaft vielleicht auch Bestand haben, dass die einzelnen Personen Kompetenzen entwickelt haben. Das Rascheln an der Wolle ist aber, glaube ich, im Vergleich zu dem, was wir vorhin hatten, ein Luxusproblem, über das wir trotzdem vielen Dank. So, die Praxis hat eine vernetzte, eine bessere Zusammenarbeit, Vernetzung, eine verbesserte Versorgung. Die Politik bekommt Vorschläge und Empfehlungen, kann auch quasi sagen, dass sie politische Ziele realisiert oder zumindest alles tut, um dies zu erreichen. Und die Wissenschaft entwickelt Methoden, Theorien und generiert Erkenntnisse. Das ist so die Idee. Ja? Ein sehr schönes Modell. Gleichzeitig zeigt es aber auch, dass Personen, die in den jeweiligen Logiken und Feldern beheimatet sind, eben nicht nur ihr eigenes Feld bedienen müssen, sondern immer auch andere Felder mit. Und das ist die Überforderung, die quasi der partizipativen Forschung innewohnt. Das Beispiel Nummer 2. PACOMI war ein Projekt, was ich gemeinsam mit der Deutschen AIDS-Hilfe 2008 bis 2011 umgesetzt habe und vielen Partnern im gesamten Bundesgebiet. Ich war damals noch am WZB in Berlin als Postdoc aktiv und es haben AIDS-Hilfen in verschiedenen Regionen und Städten mitgearbeitet, Beratungsstellen, auch Gesundheitsämter und vor allen Dingen engagierte Personen. Und das waren Mitglieder afrikanischer, bulgarischer, türkisch- und russischsprachiger Communities in diesen verschiedenen Städten. Und gefördert wurden wir vom Bundesministerium für Gesundheit. Und das ist die Fallstudie in, ich kann jetzt nur zwei Fallstudien berichten, das heißt, es war so eine Zusammenarbeit dieser verschiedenen Partner vor Ort. Ich zeige hier ein paar Bilder aus Hamburg. Da sehen Sie hier ein Foto, was wir bei einem unserer Teamtreffen gemacht haben. Es gibt also immer lokale Arbeitsgruppen, die sich bilden, die dann eine lokale Bedarfsbestimmung zusammen machen, gemeinsam ein Ziel setzen. Das ist ganz wichtig, dass man das nicht vorher setzt, sondern dass auch die Geldgeber wissen, man muss den Raum lassen, damit die Ziele tatsächlich dann gemeinsam gesetzt werden können. Weil wenn nur die Personen an den Entscheidungen beteiligt sind, die den Antrag mitgeschrieben haben, ist das doch sehr eng. Ja? Das heißt, für den Punkt 3 braucht man relativ viel Zeit und dann geht es darum, Umsetzung und Auswertung, das es sollte eigentlich so ein Kreislauf sein, zwischen 4 und 5 quasi geht es immer wieder hin und her und dann versucht man eine Nachnutzung und eine Nachhaltigkeit zu erreichen. Und hier sieht man quasi Fotos, das ist Musa Meiger in der Mitte, ein Community-Partner, der Mitglied einer muslimischen Community in Hamburg war und hier mit Genehmigung des Imams quasi Fotos aus dieser muslimischen Gemeinschaft uns zeigt, um uns zu erklären, wie in dieser religiösen Gemeinschaft sich die Mitglieder gegenseitig unterstützen, zum Beispiel im Krankheitsfall. Und so haben wir uns verschiedene afrikanische Communities in Hamburg auch ein bisschen angeguckt, um dann gemeinsam zu überlegen, was machen wir jetzt zusammen. Wir haben aber diese Fotos nicht verwendet in Publikationen, sondern das überführt in so in Comiczeichnungen, um auch die beteiligten Community-PartnerInnen zu schützen, die teilweise haben wir mit Communities gearbeitet, die in der Sexarbeit tätig waren oder. Das heißt, da gibt es auch immer viel Stigmatisierung auch im Kontext mit HIV. Und diese Bilder sind quasi in dem PACOMI-Handbuch, was Sie oben sehen, frei im Netz verfügbar. Und wir haben ein Video gemacht, aus dem ich gleich zitieren werde. In Hamburg hat sich dann die Community entschieden oder die Partner, die involviert waren, tatsächlich auf HIV zu fokussieren und nicht breit auf Zugang zum Gesundheitssystem. Das wurde eben sehr lange diskutiert und es wurde ein Survey gemacht, eine Fragebogenbefragung in 3 Sprachen, wo über 260 AfrikanerInnen oder afrikanische MigrantInnen in Hamburg teilgenommen haben und was unter anderem gezeigt hat, dass viel Wissen da war, aber zum Beispiel das Wissen über kostenlose und anonyme Tests
Angebote bei fast der Hälfte der befragten Menschen nicht verfügbar, nicht vorhanden war. Und das war so eine Rückmeldung zum Beispiel, wo wir aus dieser Befragung richtig was gelernt haben, was dann die beteiligten Peers wieder zurück in ihre Communities nehmen konnten, um zu sagen, hey, da gibt es wirklich Angebote, wo ihr auch, wenn ihr ohne Papiere hier in Hamburg lebt, hingehen könnt, ohne irgendwie Gefahr zu laufen, abgeschoben zu werden. In Osnabrück haben wir auch mit afrikanischen Community-PartnerInnen zusammengearbeitet, aber nicht mit Frankophonen, sondern eher mit Anglophonen. Und da war in Osnabrück eine ganz andere Situation, weil es eben nicht so eine schon sehr herausgebildete Community-Strukturen gab, sondern das war alles sehr viel verteilter auf dem Land. Und die Leute kannten sich teilweise untereinander gar nicht so, haben sich vielleicht mal irgendwie im Afro-Shop gesehen, aber es gab nicht vergleichbare Vereine, Treffpunkte und Ähnliches wie in Hamburg. Das heißt, die Community-PartnerInnen in Hamburg, in Osnabrück haben sich entschieden, wir müssen überhaupt erstmal in Community-Development und Community-Organizing investieren, um hier überhaupt so etwas wie eine lebensweltliche Gemeinschaft unter so eine panafrikanische Community zu kreieren. Und haben dann eben auf Stadtteilfesten und anderen Anlässen so Spiele gemacht, gekocht und haben sehr niedrigschwellig eingeladen, überhaupt ins Gespräch zu kommen und sich zu engagieren. Und dieses Prinzip zu sagen, wir forschen partizipativ und setzen, also nutzen diese kollektiven Bezüge, die Netzwerke, die Lebenswelten als eine Ressource, die arbeitet natürlich mit einem Community-Begriff, das müssen wir. Und dann ist die Frage, was bedeutet das aus wissenschaftlicher Perspektive, aber auch aus Praxisperspektive? Und da habe ich Ihnen jetzt ein Zitat mitgebracht aus diesem PAKOMI-Handbuch. Im PAKOMI-Handbuch gibt es quasi ein Transkript von dem Video, was wir zusammen gemacht haben. Und hier zitiere ich Victor Oteko, den Sie oben mittig im Bild sehen. Das ist quasi ein Ausschnitt aus dem Video auf der linken Seite oben. Das war die Abschlussveranstaltung am WZB, wo die Community-Partner ihre Arbeit vorgestellt haben. Und Victor beschreibt in dem Video, wie er überhaupt zu der Gruppe kam. Er hat gesagt, ich wurde von Fred, einem anderen Studienfreund von ihm, eingeladen und ich war sehr unsicher, was ich zu erwarten hatte. Und als ich dort war, habe ich sofort gedacht, okay, das hier ist, wo ich hingehören möchte. Wir haben zwei wichtige Befragungen geführt. Die erste war über Community. Wir wollten erstmal die Leute unterstützen in Osnabrück mit dem Thema Gesundheitsförderung. Und wir sind zu ihnen gegangen und haben gefragt, was versteht ihr unter Community? Und wo trifft sich eigentlich die Afrikaner oder die Migranten? Und durch diese Befragung haben wir festgestellt, dass die Leute sich sehr gerne treffen wollen und mehr über ihre eigenen Anliegen was machen wollen. Dieses zweite Prinzip, dass diese Forschung auf quasi die Ressourcen innerhalb der Communities und die Stärken, die schon vorhanden sind, nutzt, auch da habe ich Ihnen ein Beispiel mitgebracht aus Hamburg von den Community-PartnerInnen dort. Musa, den Sie vorhin schon gesehen haben, sagt im Video, ich bringe sehr stolz eigentlich, auch ich bringe meine Erfahrung ein. Ich würde sagen, es war unsere erste Erfahrung, die uns sehr motiviert hat, denn nach unserer Schulung hatten wir die Gelegenheit, wir haben eine Peer-Researcher-Schulung gemacht, die Angehörigen unserer Community zu treffen, um uns mit AIDS auseinanderzusetzen. Es war ein erster Ansatz und ich als Moslem war in der muslimischen Community, da habe ich erst mit der Prävention angefangen und dann den Fragebogen eingesetzt. Und ich hatte das Glück, auf viele zu treffen, die bereit waren, die Fragen zu beantworten und das war gut. Wir konnten dann eine Fokusgruppe machen und 10 Mitglieder der Moscheegemeinde einladen. Das waren relevante Leute und ich habe das mit jemandem gemacht, der auch die Schulung gehabt hat. Wir haben direkte Fragen gestellt und konkrete Antworten bekommen. Wir haben wirklich was bewegen können in dieser muslimischen Community und in dieser afrikanischen Gemeinde, die in Hamburg lebt. Vor allem die Tabus zu brechen, die AIDS-Kranke und das Kondom bedeuten. Und wir konnten wirklich in religiöse Gemeinschaften, Muslime und Christen reinkommen. Und das hat mir viel bedeutet in diesem Projekt. Und das war so erfolgreich, PAKOMI Hamburg, dass auch die Deutsche AIDS-Hilfe diesen Ansatz weiterverfolgt hat und ein ganzes Projekt aufgezogen hat, um mit geistlichen und also in dem Fall christlichen Gemeinschaften zu arbeiten, auch in der HIV-Prävention, was ja vor 30 Jahren überhaupt nicht denkbar gewesen wäre, aber heute durchaus möglich ist. Das Ganze wurde auch zum Best-Practice-Beispiel von der Weltgesundheitsorganisation. Also da sieht man quasi, was für eine Kreativität in solchen Ansätzen steckt, wenn man die Möglichkeit hat, wirklich Partizipation zu realisieren und auch die Ressourcen hat, um die Personen zu unterstützen, die natürlich nicht immer ehrenamtlich und irgendwie ohne Aufwandsentschädigung zu bekommen mitarbeiten können, sondern man braucht
Fachkräfte. In Hamburg war das Omer Odrago, der vor Ort an der AIDS-Hilfe gearbeitet hat und überhaupt die ganzen afrikanischen Migrantinnen einbezogen hat. Und dann die Gesundheitsbotschafter, die auf quasi ehrenamtliche Arbeit mit Aufwandsentschädigung und Honoraren quasi tätig waren. Super Arbeit. Aber es gibt natürlich auch große Herausforderungen. Das will ich gar nicht verschweigen, die sind mannigfaltig. Auf so Vorträgen muss ich immer eine Auswahl treffen. Und ich habe gedacht, heute spreche ich mit Ihnen darüber, dass natürlich wir in demokratischen Gesellschaften leben, wo eigentlich kaum jemand was gegen Partizipation sagen kann. Also niemand ist dagegen. Ja, aber das Problem ist, dass es manchmal eben einfach nur eine Rhetorik ist und ein leeres Versprechen. Und das hat schon Sherry Arnstein in den 60er Jahren herausgefunden, die sich im Prinzip, die sich für Beteiligungsprozesse an Stadtentwicklung engagiert hat, und die hat so ein Stufenmodell, ein achtstufiges, kreiert, eigentlich um auch drüber sprechen zu können, wann es keine Partizipation ist, sondern nur so getan wird, als ob. Ja, und sie sagt, there's a critical difference between going through the empty ritual of participation and having the real power needed to affect the outcome of the process. Und das war auch in der Arbeit, die ich gemeinsam mit Michael Wright und Martina Block 2010, 2008, 2009, auch BMBF gefördert übrigens, Partizipation in der Gesundheitsförderung in den Settings und Lebenswelten. Da haben wir so ein Stufenmodell entwickelt, wo wir gesagt haben, unten diese Stufen von, das ist quasi das Modell von Sherry Arnstein. Hamburger Kollegen hatten das auch ausgearbeitet, in so ein 12-stufiges Modell. Und wir haben dann gesagt, wir dampfen das wieder ein bisschen ein, machen es 9-stufig für unsere Arbeit, um zu sagen, es gibt wirklich Stufen von Instrumentalisierung und Anweisung, die wollen wir vermeiden in der Zusammenarbeit. Ja, die sind vielleicht üblich, auch in der Praxis, aber das ist nicht, wie wir in so einer partizipativen Zusammenarbeit miteinander umgehen wollen, sondern es gibt Vorstufen der Partizipation, die sind sehr wichtig, Information, Anhörung und Einbeziehung, aber die sind noch keine wirkliche Partizipation, weil die fängt nämlich erst da an, wo die Menschen und die Partner wirklich mitentscheiden können. Also nicht nur, wo sie einen Rat geben können, ja, Fragebogen ausfüllen oder ich spreche mal mit wem oder so und lass mich beraten, sondern wirklich am Tisch sitzen mit Stimmrechten, mit quasi der Möglichkeit, den Outcome mit zu beeinflussen. Und dann gibt es Stufe 9, also 6, 7 und 8 sind so unterschiedliche Abstufungen. Und Stufe 9 ist auch wichtig zu sehen, weil so eine partizipative Zusammenarbeit, die ist wichtig, aber es gibt dann natürlich auch Initiativen, Projekte, Maßnahmen, wo die Community-Partner selbst organisiert, auch über so eine partizipative Zusammenarbeit hinausgehen, zum Beispiel wenn sie Vereine gründen und dann auch ohne zum Beispiel wissenschaftliche Partner weiter tätig sind. Also eine ganz wichtige Stufe. Und das Wichtige an diesem Modell ist, es gibt nicht die eine Stufe, die immer richtig ist, sondern man muss wirklich gucken, welche Stufe ist jeweils passend, in welchem Moment, für welchen Partner, und zu verstehen, Beteiligung ist ein dynamischer Prozess. Es gibt mal mehr, es gibt mal weniger, je nachdem, in welcher Situation auch die beteiligten Partner und Partnerinnen sind, und da zu gucken, und das haben wir eben auch gemacht, ist man in diesem Moment auf der Stufe, auf der man sein möchte oder nicht, auch sich überraschen zu lassen. Ich habe zum Beispiel gedacht, ja, die Community-Partner, da bin ich doch nach Osnabrück gefahren, da war ich das erste Mal da, da saßen schon zwei mit am Tisch. Ja, dann habe ich sie nachher gefragt, wie habt ihr das denn irgendwie wahrgenommen? Ihr wart ja von Anfang an wirklich mit Entscheidungsmacht beteiligt. Und die, nee, wir saßen da am Tisch. Ja, aber wir haben uns nicht getraut, irgendwas zu sagen, sondern das war noch quasi das alte System. Da gab es die Fachkräfte, die uns hier versorgen, und wir sind die Patientinnen, Nutzen, Kunden, so, und wir hören uns das mal an, aber dass wir wirklich mitentscheiden können, auch darüber, wie die Gelder verwendet werden, das kam erst sehr viel später. Und auch über Konflikte, die natürlich dazugehören. So, ich bin am Ende meines Vortrags. Das Fazit, das ich ziehen möchte, ist, dass ich mir wünsche, dass wir hier in Deutschland in ganz vielen Bereichen mit ganz vielen Gruppen und vor allen Dingen jetzt auch Geflüchteten endlich mehr Partizipation aktiv ermöglichen und dabei Scheinpartizipation vermeiden. Ressourcen spielen da mal eine ganz zentrale Rolle, aber auch es gibt Grenzen der Partizipation, die in der Zusammenarbeit mit Geflüchteten ganz oft wirklich auch strukturell festgelegt sind, wenn Menschen gar nicht arbeiten dürfen, wenn Menschen in bestimmten Ankerzentren untergebracht sind, ja, und wenn sie im Prinzip
mit ganz existenziellen Problemen konfrontiert sind, dann ist das im Prinzip keine gute Voraussetzung für Partizipation. Und ich als weiße deutsche Akademikerin habe natürlich ganz andere Voraussetzungen, um in so einer Zusammenarbeit dann vielleicht auch meine Interessen zu vertreten. So, wir müssen dringend die Kompetenzen und Ressourcen und Expertisen auch in den Communities sehen, denen Geflüchtete angehören. Und das ist wirklich eine Frage. Nicht, dass man denkt, ach, die syrischen Geflüchteten oder so. Communities können immer nur von innen heraus definiert werden. Und die Menschen werden einem selber sagen, ich gehöre einem Fußballverein an. Ja? Und ob ich jetzt aus Syrien komme oder meine Familie oder nicht, ist vielleicht wichtig, ist vielleicht auch nicht wichtig. Und als auch Autochtone sozusagen hier in Deutschland, die auch in der Gesundheitsversorgung, in der Wissenschaft, in dem System tätig sind. Wir müssen ganz dringend unsere Defizitperspektive überwinden und Menschen mit Einwanderungs- und Fluchtgeschichte als Lösung ansehen und nicht als Problem. Und für diese Prozesse, die jetzt anstehen, auch längere Zeiträume einplanen, weil natürlich auf allen Seiten Lern- und Entwicklungsprozesse nötig sind. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.